Heute werden wir euch zeigen, wie wir den Benutzer, du als Benutzer, dein Profil ausfüllen. Dazu musst du dich zuerst anmelden. Also muss man hier abscrollen, anmelden, klicken. Kommen wir auf die Anmeldeseite und hier den Namen, Benutzernamen eingeben. Und das Passwort. Benutzername ist der Vorname und Nachname zusammengeschrieben. Passwort ist der Vorname. Am besten tust du dann gerade noch anklicken, angemeldet bleiben, dann musst du das nächste Mal nicht mehr erinnern. Anmelden klicken. Man fragt, ob man soll sagen, ob man soll speichern. Ich tue jetzt das nicht speichern auf meinem Computer, auf deinem Computer wäre das gut. Jetzt sind wir auf der Administrationsseite, gehen wir wieder zurück auf Willkommensseite. Jetzt siehst du oben rechts erscheint dein Name, Willkommen, Hans Muster. Und da, wenn du mit dem Cursor drauf gehst, geht das Menü auf, Profil bearbeiten. Hier draufklicken, dann kommen wir in dein Profil hinein. In deinem Profil kannst du verschiedene Sachen verstellen, die für dich sind und Informationen geben, die auf der Webseite gebraucht werden. Gehen wir einfach mal von oberst bis zu unterst durch die Seite durch. Die erste Zeile ist der visuelle Editor. Das heisst, wenn du einen Bericht, einen Beitrag schreibst, dann gibt es zwei Arten, wie das dargestellt wird. Entweder visuell, so wie die Leute sich das vorstellen, wie man es auf der Webseite sieht. Und da gibt es noch einen Textmodus, der ist mehr für Programmierer. Für dich ist es sicher sinnvoll, wenn du den visuellen Editor einschaltest und das Feld leer lässt. Die zweite Ziele ist das Farbschema von unserer Administrationsseite, respektive von deiner Administrationsseite, kannst du irgendein Farbschema, das siehst, dass der Rand ändert, je nachdem, was du auswählst. Also sagen wir mal, der Herr Muster will den Sonnenaufgang. Dann haben wir zwei weitere Ziele, die auf dieser Webseite nicht gebraucht werden. Tastaturkürzel und Werkzeugliste, das wird nicht gebraucht. Nächster Kapitel ist der Name, dein Name. Da hast du zuerst den Benutzernamen, der Hans Muster in diesem Beispiel. Den kann man nicht ändern, der bleibt immer bestehen. Alle anderen Sachen kann man später jederzeit wieder ändern. Vorname, Nachname, dann ein Spitzname, was immer du da möchtest. Und am Schluss haben wir den öffentlichen Namen. Mit dem Namen würdest du immer auf der Webseite erscheinen. Dann werden wir uns für Vorname und Nachname einigen. Nächste Kapitel sind Kontaktinformationen. Als erstes ist die E-Mail, die ist jetzt schon drin, die ist bei der Anmeldung, bei der Registrierung eingegeben worden und kann aber jederzeit dann auch wieder geändert werden. Das ist die Mail, die gebraucht wird, die WordPress-Meldungen an dich schickt. Die nächste Ziele ist die Webseite. Das ist die Adresse von deiner Webseite. Zum Beispiel akku.tura.ch. Das wäre ein Beispiel, aber das ist gerade falsch. Ja, nicht vergessen, am Anfang http://. Das gehört dazu. Nachher kommen die weiteren Sachen über dich selber und über deine Praxis. Zuerst biografische Angaben. Das ist über mich, beziehungsweise über dich. Da stellst du dich vor,
also so ein kurz deinen Werdegang, wie du zur Akupunktur gekommen bist, dich einfach in Wort vorstellen. Nicht ein Lebenslauf im Sinne von Jahren, sondern eher in Wort deinen Lebenslauf. Nachher kommen wieder zwei Ziele. Administration, Passwort betreffend. Du kannst das Passwort jederzeit ändern. Es sind zwei Ziele. Das erste Ziel, musst du das neue Passwort eingeben. Und dann das zweite Ziel, nein, das gleiche Passwort eingeben. Im nächsten Kapitel tun wir Bilder aufladen. Das erste Bild ist das Logo, das von dir erschienen wird auf der Willkommensseite oder auch dort in der Liste der Therapeuten, einfach in einem kleineren Format. Wir haben die Bilder vorher schon vorbereitet. Es gibt ein Video, wo du siehst, wie man die vorbereiten kann. Auf der Seite habe ich jetzt ein Bild von deinem Porträtbild. Ich nehme das Bild und ziehe das auf den Knopf Datei auswählen. Dann siehst du, auf der Seite kommt gerade der Name von dem Bild. Das ist alles, was wir damit machen. Im Weiteren gehen wir auf Praxislogo. Das ist das Logobild, das erscheint über dein Porträt, auf deiner Porträtseite. Da haben wir auch ein Bild vorbereitet. Und dann klicken wir hier auf Upload New Image klicken, dann kommt diese Seite. Dann nehmen wir das Bild und ziehen das hier drauf. Und dann ist das aufgeladen. Das hier ist unser neues Logobild. Und dann sagen wir hier unten sagen, wähle. Dann ist das Bild aufgeladen und ausgewählt. Als nächstes kommen die Praxisinformationen. Zuerst kommt der Name der Praxis. Da können wir zum Beispiel merken, wir jetzt heute Musterpraxis. Musterpraxis. Aber du musst nicht das schreiben, du kannst dies schreiben. Neuwiesenstrasse 45. Nächste Neuwiesen. Ah, 37, machen wir da. 37. Postleitzahl 8400 in Winterthur. Und als nächstes kommen die Telefonnummern. Bei den Telefonnummern haben wir eine öffentliche. Das heisst, diese Nummer kommt auf der Webseite, auf deinem Profil für Kunden. Wir haben eine interne Nummer, da die einen Leute von uns ihre Natel-Nummer oder ihre Privatnummer nicht auf der öffentlichen Seite wollen. Dann kannst du dort deine Natel-Nummern oder deine Privatnummern etc. auf tun. Das haben wir, die Informationen, dann, wenn wir intern das Zeug anschauen. Dann kommt ein zweites Mal die E-Mail. Das ist vielleicht ein bisschen für ein paar von euch verwirrend, weil wir ja die E-Mail-Adresse von dir als Benutzer schon einmal aufgeladen haben. Die E-Mail ist die E-Mail, wo ihr kontaktiert werden in der Praxis. Man kann somit in einer Praxis auch mit zwei oder mehreren Therapeuten kommunizieren. Also das wäre im Hans Muster at gmail.ch, was immer.
Jetzt ein weiteres Kapitel sind Therapiemethoden, von dem verstehe ich nichts, das wird euch jetzt in der Nähe erklären. Therapiemethoden wählst du aus, welche Methoden das du machst. Also jetzt nehmen wir mal Akupunktur, da bist du auch SBO anerkannt. Da klicken wir SBO an. Ernährung, das machst aber du ohne SBO-Anerkennung. Das wär's der Unterschied. Dann haben wir unten ein Spezialfeld, das ist nur intern gebraucht. Das heisst, da wird informiert, da informierst du deine Teamkollegen, was du für Spezialitäten hast, was du für Methoden hast, zum Beispiel Dr. Tan, 5 Elemente, was auch immer du da willst, dich uns mitteilen, was du machst in deiner Praxis. Das ist nur für intern, das ist nicht auf der öffentlichen Seite. Werdegang und Ausbildung, da haben wir jetzt deinen Ausbildungsverlauf. Du musst mir das schnell diktieren. 1992, TCM-Ausbildung. Das ist falsch. So. Und jetzt kommt die Spezialität. Wir möchten da mehrere Ziele haben. Und nicht einfach fortlaufend. Um neue Ziele zu machen, musst du zweimal einen Lehrschlag machen. Und dann auf neue Ziele. Und dann wird es auf der Webseite eine neue Ziele geben. Und auf die neue Ziele kommt dann 1992 bis heute, bis heute, etc. Dann haben wir noch weitere Therapieformen. Weitere Therapieformen, das ist wieder offiziell, das heisst, das ist wieder öffentlich. Da kannst du zum Beispiel schreiben, dass du Laser anbietest, dass du Mox anbietest, dass du Bachblüten anbietest, Shiatsu anbietest, was auch immer du sonst noch anbieten tust. Spezialgebiet innerhalb der TCM, das ist zum Beispiel Spezialgebiet, dass du zum Beispiel Frauen, Kinderwunsch machst, Schmerztherapie etc. etc. Spezielles, da kannst du zum Beispiel deinen Kochkurs erwähnen, deinen Qigong-Kurs oder was auch immer für dich wichtig ist, was du findest, müssen deine Kunden oder deine zukünftigen Kunden wissen. Auch da ist wieder neue Ziele, 2 Abstände und dann neue Ziele schalten. Bei der Sprache schreibst du Deutsch. Deutsch, Englisch, Französisch, was auch immer du für Sprache redest. Denn was hast du für eine Praxis? Bist du in einer Einzelpraxis oder in einer Praxisgemeinschaft? Der Herr Muster hat eine Einzelpraxis. Praxislage, da kannst du einfach zum Beispiel schreiben, wo du bist. Bist du irgendwo im Bahnhof oder in der Altstadt oder weiss ich wo. Dann kannst du vielleicht noch erwähnen, wo Parkplätze zu finden sind, wo Bushaltestellen sind, der Praxiseingang, ob du einen Lift hast, wie auch immer. Alles, was für dich wichtig ist, was öffentlich soll werden. Dann Öffnungszeiten. Da haben wir öffentliche Öffnungszeiten. Das haben viele, die einfach schreiben, nach Vereinbarung. Dann haben wir unten eine interne Öffnungszeiten. Dort kannst du anschreiben, wie du effektiv schaffst. Dass wenn wir zum Beispiel, wenn eine von deinen Kolleginnen einen Patienten hat, der nur am Mittwoch am Morgen kann und sie selber am Mittwoch am Morgen nicht schafft, dass sie schnell reingüchseln kann, schauen, wer von euch am Mittwoch am Morgen schafft. Also da einfach ein bisschen detaillierter, wie du deine Praxis führst.
zeitlich. Dann haben wir Tarif. Da kannst du deinen Preis eingeben, hineinschreiben. Also zum Beispiel 120 Franken oder 130 oder 140 oder was auch immer dein Preis ist. Wenn du willst, dass das deine Kunden oder öffentlich wird, dann schreibst du öffentlich und sonst wird das einfach nur in unserem internen Seite erwähnt. Dann haben wir neue Kunden akzeptieren. Das heisst, wenn du willst, dass du neue Kunden willst, dann müsstest du da jetzt anklicken. Wenn du aber im Moment auf eine längere Reise gehst, dann kannst du das zum Beispiel rausnehmen und sagen, die nächsten 3 Monate will ich eigentlich keine neuen Patienten. Bemerkungen. Das ist auch ein interner Bereich. Das heisst, da kannst du irgendwelche Informationen, die du uns als Kolleginnen und Kollegen mitteilen willst. Jetzt haben wir alles ausgefüllt. Und wichtig ist wahrscheinlich noch, dass jederzeit jede Eingabe wieder verändert werden kann. Wenn du das eingehst, ist nicht so in Stein gemeißelt, sondern kann jederzeit wieder geändert werden. Jetzt tun wir das aktualisieren, dann werden deine Angaben abgespeichert. Jetzt ist es abgespeichert, alle Eingaben. Jetzt gehen wir mal auf die Webseite schauen, wie sich das verändert hat. Und wir sehen hier, ist unser neuer Benutzer drin. Und wenn wir dem draufklicken, dann kommen wir auf seine Portraitseite mit dem Logo oben über dem Titel. Und alle Sachen, die wir jetzt hineingegeben haben, sind da drauf, mit der Adresse und der Karte. Und wenn wir auf die Therapeutenseite gehen, dann ist unser Freund auch da. Der macht auch Akupunktur und Ernährung und will auch neue Patienten. Wenn du jetzt willst, abonnieren willst, dass du informiert werden willst, wenn ein neuer Beitrag auf unserer Webseite publiziert wird, kannst du hier unten, du siehst, da wird schon vorbereitet, deine E-Mail eingeben und auf Abonnieren knicken. Und danach wirst du jedes Mal, wenn ein neuer Artikel publiziert wird auf unserer Webseite, mit einer E-Mail informiert. Sag noch etwas. Das wär's. Viel Spaß.